Hey Leute, was geht und willkommen hier zurück zu diesem neuen Video. Heute gibt's wieder ein Unboxing mit Review zu einem Set aus der LEGO Chinese New Year Serie. Und das ist hier aus dem Januar 2024, also auch noch ganz neu eigentlich aus diesem Jahr, die 80113, die Family Reunion Celebration, also das Familientreffen. Das ganze Set hier ist komplett exklusiv bei LEGO und kostet dort insgesamt 100 Euro, also 99,99 Euro UVP, was aber, muss ich sagen, echt klar geht. Also wir bekommen hier im Set immerhin 1823 Teile und so viele Teile für den Preis, das gibt's mittlerweile echt selten so. Das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Pluspunkt bei dem Set und ich muss generell sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir gefällt die Verpackung allein schon mal echt gut. Also eben das Design hier so mit diesem chinesischen Stil hier finde ich irgendwie ganz cool und eben das ganze Set hier ist passend zum chinesischen Neujahrsfest. Das ja, meine ich, immer Anfang des Jahres, also so im Januar oder Februar stattfindet. Aber wenn ihr da genaueres wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und apropos Kommentare, bevor jetzt jemand gleich was reinschreibt. Ich weiß, Leute, rein zeitlich, wir haben ja Juli, also mitten im Sommer so, passt es eigentlich nicht, dass ich euch heute das Set zeige. Aber ich finde halt, LEGO hat momentan im Sortiment echt, ja, nicht viele coole Sets. Deswegen habe ich mir gedacht, hole ich mir das hier und das schauen wir uns eben im heutigen Video mal ganz entspannt gemeinsam an. Ihr seht auch, auf der Rückseite von der Verpackung haben wir hier schon mal einige Einblicke so in dieses, ja, ich sag mal, chinesische Stadthaus, was es ja ist. Also eben oben haben wir hier so dieses Familientreffen und unten drin, das ist so ein kleines Restaurant einfach. Und ja, ich bin schon sehr gespannt. Ihr seht, wir haben auch einige Minifiguren mit am Start. Und wir schauen uns das Ganze dann aber gleich nachher eben, ja, in Real Life an. Und ja, Leute, wenn ihr neu seid, dann abonniert natürlich noch gerne den Kanal, um auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Dann würde ich sagen, Leute, warten wir jetzt gar nicht länger ab und machen die Verpackung einfach mal auf. Okay, Leute, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Verpackung mal auf. Also Packs haben wir hier jetzt wieder einige mit am Start, halt also insgesamt 12 Stück eben für die 12 Bauschritte hier. Außerdem haben wir hier noch so zwei so schwarze Teile mit dabei. Und dann natürlich noch diesen, ja, ziemlich großen Umschlag hier tatsächlich, in dem dann halt die Aufbauanleitung und wahrscheinlich halt auch noch die Aufkleber mit dabei sind. Genau, Leute, also Aufbauanleitungen haben wir insgesamt 2 Stück mit am Start, also super, jetzt fallen mir hier schon einfach so die Packs vom Tisch, Leute, aber ja, egal. Ja, also bei der ersten Aufbauanleitung haben wir insgesamt 150 Seiten und bei der zweiten Anleitung haben wir dann insgesamt, ja, ein bisschen mehr, also ja, so rum. Das hier ist halt Aufbauanleitung 1 und das hier Aufbauanleitung 2 und hier haben wir eben noch die Sticker, das sind aber auch echt viele, muss ich sagen, also ja, 20 Stück. Auf jeden Fall habe ich hier jetzt komplettes Chaos auf dem Tisch. Das muss ich jetzt erstmal ein bisschen organisieren. Ich baue das Set jetzt, ja, je nachdem halt, wie lange es geht, schnell auf. Und wir hören uns dann gleich wieder, wenn es dann aufgebaut ist. Und dann zeige ich euch die ganzen, ja, Funktionen. Thank you.
Ja, Leute, und jetzt nach so circa 5 Stunden, es waren eigentlich eher 5,5 Stunden, bin ich fertig mit dem Aufbauen. Und ich muss aber dazu sagen, Leute, das, was ihr jetzt bisher im Video gesehen habt, also das Unboxing, das ist vom letzten Donnerstag. Und am Donnerstag habe ich dann eben danach das Set noch ganz entspannt fertig gebaut. Und mittlerweile haben wir Sonntag und ich komme halt erst jetzt dazu, das, den zweiten Teil vom Video, nämlich das Review, aufzunehmen. Und ja, Leute, ich muss aber echt sagen, ihr seht hier ja, das Set gefällt mir optisch echt gut. Ich muss auch sagen, es erinnert mich irgendwie so an manchen Stellen ein bisschen an diese Ninjago City Sets, also da gibt es ja eben den Hafen zum Beispiel oder den Jago City Gardens oder Markets. Eben an die Sets erinnert es mich eben so ein bisschen halt. Aber ich finde, es ist ja ein schönes Stadthaus einfach. Und ihr seht, wir haben hier einige Details mit dabei. Natürlich auch einige Minifiguren. Und mit denen starten wir jetzt zuerst. Die Minifiguren im Set finde ich echt klasse. Also wir haben insgesamt 13 mit am Start und im Prinzip, die lassen sich auch so ein bisschen aufteilen. Also ihr seht, wir haben hier einmal 3 Minifiguren mit dabei, die praktisch Mitarbeiter vom Restaurant sind. Da finde ich vor allem den, ich denke mal, ein Kellner soll das sein. Den finde ich hier ziemlich cool. Auch eben mit der Schüssel, wo dann die Nudeln drin sind. Also das ist, finde ich, eine sehr, sehr coole Figur. Zudem haben wir dann einmal so ein paar, ja, ich sag mal, einfache Stadtbewohner beziehungsweise ja, auch andere Restaurantbesucher halt. Und dann zu guter Letzt noch einmal hier die Familie sozusagen, die man dann auch nachher, das zeige ich euch dann noch natürlich, praktisch an den großen Esstisch setzen kann, wie sie dann im Grunde das chinesische Neujahrsfest, denke ich mal, feiern. Also da haben wir einmal die Kinder, dann die Eltern und ja, die Großeltern eben mit dabei. Und ich finde, so von den Figuren her haben wir natürlich, ja, im Prinzip hauptsächlich halt auch Standard-Minifiguren mehr oder weniger dabei. Also wie wir sie zum Beispiel jetzt auch aus den Lego City Sets kennen. Aber ich finde vor allem so den Junge hier, den finde ich, der sieht ganz cool aus. Also vor allem halt mit dem Haarteil, das finde ich ist sehr, sehr gelungen. Und natürlich hier den Typ, der in diesem traditionellen Drachenkostüm sozusagen da rumläuft. Also das ist, finde ich, eigentlich die coolste Figur. Ja, schreibt mir euren Favoriten gerne mal in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter zum Stadthaus. Beziehungsweise davor zeige ich euch vielleicht noch ganz kurz die beiden Extras, die wir im Set mit dabei haben. Und ihr seht, das sind im Prinzip zwei so Imbisswägen. Die sind beide, finde ich, eigentlich ganz gelungen. Vor allem der eine hier, der gefällt mir ganz gut. Das ist im Grunde, kann man sagen, nochmal so ein Nudelstand, an dem dann die Mitarbeiter von dem Restaurant im Prinzip an der Straße bzw. auf dem Gehweg auch nochmal Nudeln verkaufen können. Ist, finde ich, auf jeden Fall eine ganz nette Ergänzung. Ansonsten haben wir hier echt auch viele schöne Details mit dabei. Also ihr seht, wir haben hier unten eben zunächst mal den Gehweg. Und generell muss ich sagen, also so diese, ja, diese kleinen Details einfach, wie jetzt hier zum Beispiel so dieses Aquarium oder halt eben auch immer wieder diese chinesischen Schriftzeichen, die wir eben mit dabei haben. Das, finde ich, trägt halt maßgeblich schon zur Optik von dem Set wirklich positiv bei. Und im Grunde, was wichtig ist, Leute, wir können bei dem Restaurant die obere Ebene im Grunde und das Dach, also wir haben oben nochmal so eine Dachterrasse, jeweils abnehmen, dass man das theoretisch dann auch von innen jeweils bespielen könnte. Also wir haben hier vorne zunächst mal die Tür und wenn man da gerade ausläuft, kommt man eben zum Empfang von dem Restaurant. Und ja, wir haben dann hier einmal eine Treppe, über die es dann direkt nach oben geht sozusagen in den großen Speisesaal. Und hier hinten dann noch eine Küche. Die ist, finde ich, auch aber sehr, sehr schön gebaut eigentlich. Und ja, im Grunde oben, ich finde, das ist so mein Highlight eigentlich von dem Set. Ihr seht, da haben wir hier diesen großen, runden Tisch mit den 6 Stühlen eben für die 6 Mitglieder von der Familie, die dann hier gemeinsam das chinesische, ja, Neujahrsfest feiern. Und ja, ich finde einfach generell, dass auch ihr seht mit den Schriftzeichen hier im Hintergrund, das sind halt Aufkleber, aber im Grunde, ja, ich finde optisch sieht es trotzdem sehr gut aus, ist das einfach generell echt cool. Ihr seht, wir haben hier zudem auf dieser mittleren Ebene nochmal so ein Badezimmer
Und zudem hier hinten im Eck, also in dem großen Raum eben mit dem großen Esstisch, haben wir noch so eine Karaoke-Maschine. Deswegen hat die eine Figur dann auch noch dieses Mikrofon dabei. Also ja, ist eigentlich auch noch eine ganz nette Ergänzung, sag ich mal. Aber ich finde so an sich schon den Tisch mit den Stühlen hier, das ist schon am coolsten irgendwie. Also das gefällt mir echt gut. Und wenn wir dann einmal das Dachteil sozusagen mit der Terrasse dann oben drauf setzen, ich finde, das ist dann halt auch irgendwie echt cool abgeschlossen so. Also ja, allein mit dem Geländer hier so am Rand und dann im Prinzip haben wir hier noch so einen Tisch für zwei Personen einmal. Ich denke mal, das sind dann die zwei. Der aber auch echt schön gebaut ist so. Also ihr seht dann immer mit diesen Schüsseln, mit den Nudeln drinne beziehungsweise auch diesen Essstäbchen. Wenn ihr genau wisst, wie das heißt, schreibt es mal in die Kommentare. Aber ebenso dieser chinesischen Dekoration und hier am Rand theoretisch auch noch ein Feuerwerk, das da vorbereitet ist. Also kurzum Leute, ich find's generell einfach cool, das Set. Also auch zum Beispiel das Dach beziehungsweise die Dächer, wie die hier so gebaut sind immer am Rand. Das ist, finde ich, schon echt schön und wie gesagt, mich erinnert so ein bisschen halt an diese Ninjago City Sets, an diese großen. Und dementsprechend, Leute, muss ich auch ganz ehrlich sagen, so von den Sets, die ich bisher dieses Jahr gebaut habe, also von den Neuheiten von 2024, ist das beste Set. Also so vom Gesamtpaket her einfach. Ich meine, klar, ich habe auch schon einige von den Harry Potter Sets gebaut, die waren teilweise auch ganz gut, aber ich muss sagen, so vom Gesamtpaket her einfach generell ist das von den Sets 2024 das Beste. Also bisher zumindest. Ich weiß ja nicht, eventuell kommen ja auch noch ein paar Sets raus. Aber ja, das mal meine Meinung dazu. Also wie gesagt, schreibt mir auch eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, wie ihr das so seht. Generell die Gesamtoptik, Leute, die ganzen Details hier. Ich meine, ich könnte es mir im Prinzip stundenlang anschauen, beziehungsweise jetzt vielleicht nicht stundenlang, aber ihr wisst, was ich meine. Ist wirklich ein schönes Set. Und von dem her, Leute, ja, war's das soweit mit dem heutigen Video. Lasst gern ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert natürlich, wie gesagt, den Kanal. Und ja, dann hören wir uns das nächste Mal wieder.